Ein von den Medien kaum wahrgenommener Machtfaktor. Die Raiffeisengruppe. Der stille Riese. Ein Mangel an Eisen ist schlecht für den Körper. Das ist allgemein bekannt. Ein Mangel von Raiffeisen wäre demgegenüber gut für die Demokratie. Eine zu hohe Raiffeisenkonzentration ist schädlich für den Staat. Das sollte die Gesellschaft langsam begreifen. Eine Serie von Lutz Holzinger und Clemens Staudinger will dazu einen Beitrag leisten. Die ganze Raiffeisengruppe ist entstanden aus einer Idee zur Selbsthilfe der Bauern. Und dann ist es immer größer geworden und hat sich eigentlich von ihren ursprünglichen Zielen entfernt. Und heute ist es ein kommerzieller Konzern, wie viele andere auch, unter den Bedingungen, Eigentumsverhältnisse etc. unseres Wirtschaftssystems. Und das wollten wir einfach einmal für die Leser des Augustins beleuchten und hinterfragen. Und natürlich war für uns auch interessant zu sehen, wie sind Machtstrukturen in Österreich verteilt. Weil manchmal sagt man, okay, Raiffeisen ist eine Hintergrundorganisation der ÖVP, aber es ist die Frage, besitzt der ÖVP Raiffeisen oder besitzt Raiffeisen ÖVP oder stimmt beides und ist eine Wechselwirkung. Damit wollten wir uns beschäftigen und das tun wir. Ja, das Überraschende für mich war das dichte Netz, das Raiffeisen im Lauf der Jahre sozusagen um die österreichische Wirtschaft und Gesellschaft geknüpft hat. Also das Ausmaß dieses monstermäßigen Wachstums hat mich wirklich überrascht. Die hohen Marktanteile, sowohl im Finanzbereich als auch insbesondere in der Lebensmittelverarbeitung, haben mich verblüfft. Ja, an und für sich gibt es in Ländern wie Österreich Antimonopolgesetze und in sehr, sehr vielen Bereichen verfügt aber Raiffeisen über ausgesprochene Monopole. Das trifft auf Teile des Finanzmarkts ebenso zu, wie insbesondere auf die Milchverarbeitung, die Getreide, den Getreideaufkauf, ja, und viele andere Bereiche in der Landwirtschaft. Raiffeisen hat sich heimlich still und leise von den Anfängen einer bäuerlichen Selbsthilfeorganisation nach der Bauernbefreiung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur heute größten Wirtschaftsgruppe unseres Landes entwickelt. 1862 hat Wilhelm Raiffeisen in Deutschland, in Anhausen, die erste Darlehenskasse gegründet. Das hat so funktioniert, dass Genossenschafter, die Bauern, haben in eine Kasse eingezahlt und die hat Darlehen vergeben, um Maschinen anzukaufen, um Höfe zu bewirtschaften. Die Erträge dieser Darlehen, die wurden nicht ausbezahlt an die Eigentümer, an die Genossenschafter, sondern sind in der Kasse geblieben. Also es ist größer geworden. Und aus dem heraus ist dann in vielen, vielen Schritten der große heutige Konzern entstanden. Wobei der heutige große Konzern in Österreich beheimatet ist und in Österreich größer ist als in Deutschland, wo er eigentlich herkommt. Der Gründungsgedanke geht eigentlich zurück auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das ist in Österreich und zum Teil auch in Deutschland die Zeit der Bauernbefreiung gewesen. Die Bauern wurden sozusagen mittellos in die Freiheit geschickt. Sie haben zum Teil zwar Grund und Boden bekommen, ihnen haben aber die Produktionsmittel gefehlt, also Pflüge, Zugtiere, Saatgut und so weiter. Und sie mussten sie deswegen von vornherein massiv verschulden, um überhaupt tätig werden zu können. Und da hat der Herr Raiffeisen im Schwarzwald die Idee einer Selbsthilfeorganisation entwickelt. Und die hat sie lauffeuerartig im deutschen Sprachraum ausgebreitet. Diese Bewegung hat auch auf Österreich, damalige österreichisch-ungarische Monarchie,
übergegriffen und ich glaube um 1870 herum wurde in Mühldorf, das ist in der Nähe von Spitz an der Donau, die erste Raiffeisenkasse gegründet. Also Ausgangspunkt war die Selbsthilfe, ein Solidargedanken, der sich schrittweise durchgesetzt hat, lange Zeit unterschätzt wurde in seinen Möglichkeiten und Folgen, bis schließlich heimlich und still und leise Raiffeisen zu dem Machtfaktor in diesem Land geworden ist, schlechthin. In den Spitzenpositionen stehen durchwegs Männer, die ihr rurales Image nicht verbergen und trotz ihrer führenden Stellung in der jeweiligen Branche nicht wie ausgebuffte Manager auftreten. Primus inter pares ist Christian Konrad, der als Generalanwalt und damit Chef des Raiffeisenverbandes, in dem sämtliche Fäden des Konzerns zusammenlaufen, über 14 Aufsichtsratsmandate, zumeist als Vorsitzender, verfügt. Darunter befinden sich folgende Firmen: die Agrana, Do & Co, die Kurier-Redaktionsgesellschaft, der Kurier-Zeitungsverlag, die Leibnig-Ludenburger Invest-Beteiligungsgesellschaft, die Raiffeisen-Landesbank Niederösterreich-Wien, die Raiffeisen-Ware Austria Aktiengesellschaft, Siemens AG Österreich, Unica Versicherungs AG. Darüber hinaus ist er Aufsichtsrat, Mitglied in der BayWa München. Das ist also die Lagerhaus-Parallelorganisation von Raiffeisen in Bayern. Dort ist er, also in Deutschland ist er dann auch noch sitzt er im Aufsichtsrat der Südzucker AG Mannheim und Detto im Aufsichtsrat von Saint-Louis Sucre Paris. Also auch dabei handelt es sich um eine Zucker AG, die wie die Agrana im jeweiligen Land absolut marktbeherrschende Position einnimmt. Die bäuerliche Bodenhaftung wird von seinesgleichen durch biedermännisches Auftreten und bescheidenen Entertainments wie ein jährliches Sauschädelessen, allerdings unter Beteiligung der Haute Volée, zelebriert.